vor 5 Jahren so ein Thema angeboten, in der Geld funktioniert doch alles, ist doch alles da, ist doch alles geregelt, gibt es Gesetze, gibt es ein Finanzministerium und so weiter und so fort. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Wir haben ja die wunderbare Krise seit 2008 und ich erlebe es an Bushaltestellen, dass alte Omas letztens, die haben sich über den Euro unterhalten, was nun wird und was sie machen mit ihren Euros. Wo ich denke, ja Gott sei Dank, es ist angekommen bei den Menschen, dass sie das kritisch hinterfragen. Ich möchte am Anfang so ein paar Knackpunkte beleuchten, ganz kurz nur, warum wir ein anderes, ein demokratisches Finanzwesen brauchen. Der erste Knackpunkt heißt Zins und Zinseszins. Alle großen Religionen dieser Erde haben ein Zinsverbot für ihre Mitglieder, ob im Judentum, Christentum oder im Islam, alle handeln dem entgegen. Es gibt ein schönes Beispiel, was das Wesen des Zinses beleuchtet, werden wahrscheinlich einige von euch schon kennen, der sogenannte Josef-Pfennig. Wenn Josef, wer es kennt, sagt es bitte nicht, das Ergebnis. Spekulativ, wenn Josef vor 2000 Jahren einen Pfennig zu 5% angelegt hätte, was wäre aus diesem einen Pfennig in 2000 Jahren geworden? Mal vorausgesetzt, rein spekulativ, es hätte keine Währungsbrüche gegeben, hätte immer nur diese eine Währung gegeben, lassen wir alles außen mal vor. Aber um mal das System von Zins und Zinseszins deutlich zu machen. Was passiert nach etwa 2000 Jahren aus einem Pfennig zu 5% Verzinsung mit Zinseszins? Bernd Senf hat in seinem wunderbaren Buch Der Nebel um das Geld das Beispiel beschrieben. Vielleicht kann man es sich besser vorstellen, wenn man die Geldsumme in Gold umrechnet. Das Buch ist etwas älter, da war noch ein Goldpreis von 18.500 D-Mark pro Kilogramm. Das hat sich ja inzwischen um ein paar 100% erhöht. Das ist der Goldpreis vom 9.01.1990. Würde die Summe dann einer Goldkugel in Größe eines Fußballs entsprechen? Oder vielleicht sogar einer Kugel mit 10 Meter Durchmesser? Das ist eine allerhand Goldkugel mit 10 Meter Durchmesser. Das ist schon ein bisschen, das sind schon ein paar Tonnen. Weil gefehlt. Bis 1990, also. Das ist ja lange her. Wären es 134 Milliarden Goldkugeln vom Gewicht der Erde geworden? Milliarden? Sauber berechnet, 134 Milliarden Goldkugeln vom Gewicht der Erde zum Goldpreis vom 9.01.1990. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das zeigt auch die Absurdität unseres Zins- und Zinseszinssystems, weil das gar nicht geht. Wir leben in einem auf einem begrenzten Planeten. Zins und Zinseszins sind aber auf unbegrenztes Wachstum ausgelegt und von daher muss es immer wieder Crashs geben. Zins und Zinseszins. Wir denken immer, wir bezahlen ja nur Zinsen, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Und wir kriegen Zinsen, wenn wir einer Bank Geld borgen. Das ist aber nur das Vordergründige, sozusagen die Fassade des Gebäudes. In Wirklichkeit ist es so, dass in den Produkten im Durchschnitt 35-40% Zinsen verborgen sind in allen Preisen, was wir verbrauchen, was wir kaufen, Lebensmittel und so weiter, weil die Unternehmen müssen ja ihre Zinsen, also Geschäfte, die sie mit den Banken machen, Betriebsmittelkredite und so weiter und so fort, Investitionen, müssen Sie ja mit in die Preise einrechnen. Das bezahlen wir als Konsumenten alle mit. In der Wohnungswirtschaft ist es sogar so, dass die Zinsen in den Mieten, in den Netto-Kaltmieten, ein Zinsanteil von ca. 70% enthalten ist. Das klingt sehr hoch. Ich habe selber 10 Jahre in der Immobilienwirtschaft gearbeitet. Es ist so. Weil im Wohnungsbau nie Cash bezahlt wird, sondern fast alles finanziert wird, besonders bei größeren Gesellschaften. Die finanzieren in der Regel zwischen 80 und 100%.
nehmen Sie Kredite auf, die umgelegt werden auf die Mieten, logischerweise. Und das bezahlen wir alles mit. Und wenn man in einer Wohnungsgenossenschaft wohnt, wie ich, die 112 Jahre alt ist, ist dieser Anteil natürlich wesentlich geringer, dann darf auch die Miete viel, viel geringer sein. Die kann sich die Genossenschaft leisten, mit 5 Euro pro Quadratmeter netto kalt zu operieren. Damit sind alle Betriebskosten gedeckt. Also, um das mal dazu, hier seht ihr das sehr schön, in der Grafik, das sind die Zinserträge und das ist das, was wir Zinsen zahlen. Und das sind die Einkommensgruppen, Haushaltsgruppen nach Einkommen gestaffelt. Das heißt also, wirkliche Erträge aus Geldeinlagen und Zinsen, wenn man das, was wir in den Produkten und Dienstleistungen bezahlen, an Zinsen abrechnet, haben nur 10-15% der Bevölkerung, profitieren von der Zinswirtschaft. Alle anderen zahlen. Und wenn wir uns überlegen, wir sind inzwischen in der Bundesrepublik bei 2,2 Billionen Staatsverschuldung angekommen. Die gibt es nicht umsonst. Dafür bezahlen wir Zinsen, jeden Tag, alle Bürger. Ein Großteil der Steuern geht in Zinsen. Also das ist, und das blockiert natürlich auch unser gesellschaftliches Leben. Das heißt, uns fehlt das Geld für Kitas, für Schulen, für Lehrer und so weiter und so fort. Alles, was wir immer beklagen, was wir uns angeblich nicht leisten können, geht vor allen Dingen in diese Richtung. Ein weiteres Kernthema im Geldwesen sind die Zuwachsraten der Geldmenge im Vergleich. Das heißt, Geldvermögen ist blau, das Sozialprodukt gelb, die Nettolöhne und Gehälter sind hier orange dargestellt. Und wir sehen, es beginnt also 1950, kurz nach dem Krieg, in der Aufbauphase der Bundesrepublik, in den Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders. Das ist immer so, wenn ein Wirtschaftssystem gecrashed ist, wenn ein Finanzsystem gecrashed ist, kann man erstmal wieder fröhlich von vorne anfangen und hat erstmal Luft zu wachsen, sich auszudehnen und so weiter. Das funktioniert so etwa 30 bis 40 Jahre lang. Und dann beginnt sich der Prozess umzukehren. Und wir sehen hier ein deutliches Wachstum der Löhne und Gehälter bis in die Mitte der 70er Jahre etwa. Dann sinken prozentual gesehen die Löhne und Gehälter. Hier wird es ganz deutlich, da sind wir wieder prozentual gesehen im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, zum Sozialprodukt und den Geldvermögen sind die Einkommen seit 1980 wieder gesunken. Wir haben in etwa prozentual jetzt das Niveau der 60er Jahre wieder erreicht. Dafür und auch das Sozialprodukt ist moderat gewachsen. Das Geldvermögen hingegen ist explodiert geradezu. Wieso kann das explodieren? Das haben wir vorhin aus den Zinserträgen gesehen. Das heißt, dorthin fließen die Zinsen. Zu ca. 10% der Bevölkerung in Deutschland, 10-15%, die profitieren tatsächlich und deren Geldvermögen wächst exponentiell, kann man gerade zu sagen. Weil in meinem Bewusstsein und glaube ich auch, wenn ich links und rechts gucke, sagen wir doch, wenn ich irgendjemandem Geld leihe, möchte ich dafür Zinsen haben. Und das ist doch erstmal ein Anspruch, den wir alle als legitim empfinden. Ich nicht. Ich auch nicht. Gut, dafür möchte ich gerne eine Erklärung haben. Geldverleih gegen Zins dazu führt, dass der Wachstumszwang unausweichlich wird. Das heißt also, ich muss für die Zinsen, muss ich mehr arbeiten, um sie bedienen zu können. Also immer mehr, letztendlich volkswirtschaftlich gesehen, vom Bruttosozialprodukt fließt in diesem Bereich, um die Zinsen zu bedienen und fehlt in dem Bereich sozusagen in der Communitas sozusagen. Dem wird es entzogen. Und wir sehen das ja sehr deutlich an dieser Wahnsinnsverschuldung unseres Landes auch, dass dieser, ich weiß nicht, was es aktuell, was wir aktuell an Zinsen zahlen, aber es sind, also der Bund allein zahlt wohl weit über 40 Milliarden bei derzeit sehr günstigen Bedingungen. Ja, das heißt, das entzieht uns, also das entzieht dem Wirtschaftskreislauf die Mittel zugunsten weniger Privater. Den Aspekt kann ich denken.
Aber jetzt sagen wir, ich mache Rücklagen für meine Rente. Und ich möchte, dass diese Rücklagen verzinst werden. Das ist doch im Denken vieler Bürger drin. Ja. Ist das schon falsch? Es crasht ja bereits. Wir haben in Amerika und in England haben wir viele Rentenfonds, die bereits pleite gehen. Das heißt, dass diese Leute ihre Einlagen nicht bekommen. Das ist ein Risiko, ein enormes Risiko, wenn das Finanzsystem crasht, crashen diese Vorsorge. Anlagen sozusagen, crashen zuallererst, weil die sind, das sind ja die großen Anleger an den Börsen, sind die Rentenfonds, die Versicherungen und so weiter, das sind die großen Global Player, und wenn es nicht funktioniert, das System, sind die Anleger sozusagen, verlieren unter Umständen sogar ihre Einlagen. Ja, aber die Formel jetzt mal alle mögliche, wenn man mal alles rausrechnet, was damit zusammenhängt, wenn man einfach mal sagt, ich bin die Zentralbank und ich gebe dir 100 Euro und möchte dafür 5%. Es geht nur nicht um den ich jetzt, der ganze Markt. Du müsstest nur nach einem Jahr 100 Euro wiedergeben. Kannst aber auch, wenn du jetzt gespart hast und beseitigt hast, woher willst du die 5%? Das ist nicht